Hallo Freunde des gelben Balls. Heute möchte ich mit euch über das Geheimnis des Splitsteps sprechen. Zum einen natürlich, was ein Splitstep ist, wofür er wichtig ist, und zum zweiten natürlich, wie ihr dadurch euer Tennisspiel verbessert und optimiert. Der Splitstep, oder auch Bereitschaftssprung genannt, ist im Tennis ein ultimativ wichtiger Sprung. Das kennt ihr zum Beispiel auch bei Fußballtorwäden. Die setzen auch in dem Moment oder kurz bevor der Gegner schießt beim Elfmeter, setzen sie zum Splitstep an, um dann in beide Richtungen reagieren zu können. Und für uns Tennisspieler ist das genau dieselbe Situation. Das heißt, wir versuchen in dem Moment, kurz bevor der Gegner den Ball trifft, zum Sprung anzusetzen, hochzuspringen und dann mit beiden Füßen gleichzeitig auf den Boden zu landen, um die Federung wieder nach oben rauszunutzen, um dann möglichst von da aus in jede Richtung reagieren zu können. In erster Linie dient der Splitstep dazu, wie gerade schon erwähnt, dass ihr versucht, bereit zu sein für den ankommenden Ball. Das heißt, egal in welche Richtung der Gegner schlägt, ob er jetzt einen Ball über die Rückhand schlägt, einen Ball über die Vorhand oder einen kurzen Ball ansetzt, ich kann aus diesem Splitstep raus, aus diesem stabilen Stand in jede Richtung reagieren und bin damit schnellstmöglich am Ball. Und je schneller ich am Ball bin, das wisst ihr selber, desto besser kann ich den Ball auch verarbeiten und natürlich auch das setzen, was ich möchte. Beim Splitstep kommt es maßgeblich aufs Timing an. Das heißt, in dem Moment, wo der Ball aus der Seite geht beim Gegner, muss ich quasi schon wieder aus der Federung nach oben rauskommen. Deswegen sollte der Splitstep auch wirklich geübt werden und das immer aktiv im Training, auch schon beim Einschlagen im T-Feld. Achtet da schon darauf, dass ihr immer wieder versucht, den Splitstep vom Timing her richtig zu setzen, um dann auch den Effekt zu haben, dass ihr aus diesem Splitstep raus viel besser in jede Richtung agieren könnt und viel schneller am Ball seid. Ihr kennt selber die Situation, der Gegner schickt euch in die Ecke, ihr kommt aus der Ecke zurück und der Gegner spielt euch den Ball gegen die Laufrichtung. Ohne Splitstep seid ihr damit leider nicht mehr in der Lage, den Ball sauber ordentlich zu kontrollieren oder überhaupt dran zu kommen. Das heißt, hier auch wichtig, in jeder Situation, nicht nur am Netz, sondern auch an der Grundlinie, ist der Splitstep ein ultimativ wichtiger Sprung, um auch auf Bälle zu reagieren, die gegen die Laufrichtung gehen. Ihr guckt euch mal ein Tennismatch an, achtet dabei mal nicht auf den Ball, sondern nur auf den Spieler selber. Jeder Profispieler setzt in jeder Situation immer kurz bevor der Gegner den Ball trifft, einen Splitstep, ein Bereitschaftssprung, um dann wieder schnellstmöglich in jede Ecke reagieren zu können. Um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wie physisch wichtig auch ein Splitstep sein kann, möchte ich euch kurz mal eben das folgende Beispiel geben. Und zwar, denkt beim Splitstep immer an ein Trampolin. Beim Trampolin federt ihr in die Seite rein und kommt aus der Seite wieder raus und werdet natürlich höher rausgeschossen. Dasselbe übernimmt beim Splitstep der Sehnen- und Muskelapparat. Das heißt, wenn ihr es schafft, den Splitstep sauber zu setzen, könnt ihr daraus viel mehr Energie ziehen. Und das ist natürlich wichtig, um eure Antrittsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das heißt, jeder Splitstep, der im Timing gut gesetzt ist, erhöht eure ersten Schritte. Und damit seid ihr natürlich wieder schneller am Ball und könnt damit natürlich den Ball wieder besser verarbeiten und habt mehr Möglichkeiten bei euren Schlägen, um die Gegner in Bedrängnis zu bringen. Um nochmal zur technischen Umsetzung eines Splitsteps zu kommen, der Splitstep sollte immer auf den Zehenspitzen durchgeführt werden. Weil nur auf den Zehenspitzen bekomme ich hinten über meine Hacke die Federung hin. Das heißt, die Hacke sollte den Boden nicht berühren, sondern ich komme quasi über das Fußgelenk raus, den einmal vor und komme dann aus dem Fuß wieder rausgeschossen. So, ich hoffe, du hast heute wieder was gelernt und versuch du bitte darauf zu achten, dass du den Splitstep in dein Spiel einbindest. Auch schon beim Einschlagen im T-Feld immer versuchen, den Splitstep zu setzen vom Timing her. Die Muskulatur muss sich erst ein bisschen daran gewöhnen, aber ihr werdet hinterher merken, je besser das Timing ist, je mehr ihr federn könnt, desto leichter wird auch die Bewegung für euch werden. Dementsprechend versucht ihn einzubauen in euer Spiel, versucht dadurch mehr Dynamik aus eurer Bewegung zu holen und dadurch auch mehr Power auf eure Schläge zu bekommen und natürlich auch präventiv euren Bewegungsablauf zu verbessern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal und ich freue mich auf eure Kommentare unter dem Video. Bis zum nächsten Mal, euer Sven.